Eine Infektionskrankheit, die durch eine Pilzart im lebenden Gewebe hervorgerufen wird, wird allgemein als Mykose bezeichnet. Unter den 100.000 Pilzarten stellen jedoch nur 180 Arten einen Krankheitserreger für den Menschen dar. IGTV hat den Dermatologen Dr. Viktor Czajka aus der Charité Berlin nach den Ursachen und der Entstehung befragt. Gesundheitliche Prädispositionen sind verantwortlich für die Zunahme von Hautpilzinfektionen. Die wichtigsten in der Praxis relevanten Erreger lassen sich im sogenannten DRS-System in drei Gruppen ordnen: in die Dermatophyten, in die Hefepilze und in die Schimmelpilze. Dermatophyten sind die Hautpilze im allerengsten Sinne des Wortes. Sie ernähren sich vom Hornsubstrat der Haut, der Haare und der Nägel. Die von Mensch zu Mensch übertragbaren anthropophilen Dermatophyten verursachen den zumeist als Bagatellinfektion unterschätzten Fußpilz in Form der Zehenzwischenraummykose, der Onychomykose und der Mokassinmykose. Die Erreger können sich unter bestimmten Umständen aber auch über die gesamte Haut ausbreiten. Welche Arten von Mykosen gibt es? Die vom Tier auf den Menschen übertragbaren zoophilen Dermatophytosen sind akut und verursachen hochentzündliche Verläufe. Der Katzenpilz, der Meerschweinchenpilz und die Kälberflechte sind die hier wichtigsten Infektionen. Hefepilze entstammen zumeist dem Magen-Darm-Trakt, den sie bei vielen Menschen harmlos besiedeln. Sie können aber auch lästige und stark juckende Haut- und Schleimhautmykosen hervorrufen. Bei immungeschwächten Patienten kann der Erreger durch Blutvergiftung und durch den Befall innerer Organe lebensgefährlich werden. Schimmelpilzinfektionen der Haut sind selten und meistens werden Kontaminanten nachgewiesen. Die Gehörgangsinfektion älterer Menschen allerdings ist mit lästigem Juckreiz verbunden. Gibt es Risikogruppen, die durch eine Mykose besonders gefährdet sind? Risikofaktoren für Fuß- und Nagelpilz sind höheres Lebensalter, männliches Geschlecht, Durchblutungsstörung der Extremitäten und Diabetes mellitus. Zoophile Dermatophytosen treten besonders oft bei Kindern auf. Dies kann durch den besonders innigen Kontakt mit den pelztragenden Haustieren, die asymptomatisch, aber infiziert sind, erklärt werden. Besonders gefährlich ist die Übertragung dieser Kuscheltiermykosen auf den behaarten Kopf von Kleinkindern. Denn das kann zu dauerhaften, narbigem Haarausfall führen. Pilzinfektionen gelten gemeinhin als Krankheiten der Kranken und Schwachen. Dies gilt besonders für die Hefepilzinfektionen bei Kleinkindern, bei älteren Menschen und bei Patienten, die durch Krankheit oder durch Therapie im Immunsystem stark geschwächt sind. Aber auch gesunde Menschen können Pilzinfektionen erwerben, insbesondere an Orten mit hoher Erregerdichte, wie Saunen oder Schwimmbädern oder in Gegenden mit besonders ungünstigen Klimaten auf Reisen. Prinzipiell aber gilt, jeder Mensch kann jeden Pilz erwerben. Wie erfolgt die Diagnostik bei den Mykosen? Die Kenntnis des ursächlichen Erregers ist entscheidend für eine effektive Therapie. Die Diagnostik von Pilzinfektionen basiert prinzipiell auf der Mikroskopie und auf der kulturellen Anzucht. Entscheidend für die Vermeidung falsch-negativer Diagnostikresultate ist die adäquate Materialgewinnung. Bei den Dermatophyteninfektionen benötigen wir Hautgeschabsel und Haare, bei den Hefepilzinfektionen den Feuchtabstrich. Zunehmend ergänzen molekulargenetische Untersuchungen und auch die Pilzresistenztestung das Repertoire der Pilzdiagnostik. Und welche Therapieformen bieten sich an? Pilzinfektionen sind erregerbedingte Erkrankungen und damit prinzipiell heilbar. Allerdings besteht bei den wenigsten Mykosen eine Tendenz zur Spontanheilung. Deswegen ist es notwendig, den ursächlichen Erreger zu erkennen und ihn aktiv antimykotisch zu behandeln. Die wichtigsten Ursachen für verschleppte, teils folgenschwere Pilzinfektionen sind das Nicht-Erkennen bzw. Nicht-Daran-Denken sowie falsch-negative Diagnostikergebnisse aufgrund fehlerhafter Durchführung. Pilzinfektionen sind keine Bagatelle. Besteht ein Verdacht, so sollte dringend ärztlicher Rat eingeholt werden. Durch die modernen Kombinationspräparate können viele Pilzinfektionen schon im Frühstadium gut behandelt und geheilt werden.